Hallo liebe Freunde des Rechts, heute geht es um einen Rechtsstreit, der morgen in Berlin stattfinden sollte, aber abgesagt wurde, weil das Gericht die mündliche Verhandlung in Anbetracht der hohen Inzidenzen und dem zu erwartenden Rummel lieber auf das schriftliche Verfahren verschieben möchte. Kläger auf der einen Seite ist Dr. Wolfgang Wodak, Beklagter ist der Volksverpetzer und einer der Autoren Philipp Kreisel. Klägervertreter ist Dr. Rainer Füllmich, der schon in der letzten Woche vor Gericht aufgetreten war, nämlich in dem Rechtsstreit der Green Mango Karaoke Bar gegen Christian Drosten. Dieser Rechtsstreit endete mit einem Versäumnisurteil, weil Rainer Füllmich nicht bereit war, eine Maske aufzusetzen. Später erklärte er, das war ein ganz geschickter prozesstaktischer Zug, weil er auf diese Weise eine Verhandlung mehr hat, als wenn er einfach nur verhandelt hätte, weil er damit rechnete, dass seine Klage abgewiesen werden würde, was daran zu erkennen war, dass das Gericht auf Masken besteht. Es war sozusagen ein Test. Wenn das Gericht sich nicht von dem Maskenattest beeindrucken lässt, dann würde auch die Klage keine Aussicht auf Erfolg haben. Deswegen hatte man es vorgezogen, lieber ein Versäumnisurteil zu machen, gegen das man Einspruch einlegen könnte und dann hätte man eine erneute Verhandlung, wo man wieder Masken aufsetzen müsste, bei der gleichen Verhandlung. Das ist aber in der Tat eine Verhandlung mehr, bis es zu einem Urteil kommt und dann zu einer Berufung. Ob das jetzt eine schlaue Strategie ist oder nicht, kann sich jeder selbst überlegen. In der zweiten Angelegenheit, die jetzt also in dieser Woche verhandelt werden sollte, hatte das Gericht vorher noch gesagt, dass es unter Umständen PCR-Tests anerkennen würde, sich dann später aber gedacht, nee, eigentlich haben wir doch keine Lust, die alle im Gerichtssaal zu haben und dann gesagt, machen wir doch eine mündliche, nicht eine mündliche Verhandlung, ein schriftliches Verfahren oder ein Video, eine Videokonferenz, was ja mittlerweile auch in der ZPO vorgesehen ist. Schade, es kommt also dann nicht zu dem Showdown oder zu der Klärung der Fragestellungen, die in dieser Klage aufgeführt sind. Die Klage hat im Grunde zwei Ebenen. Es geht vordergründig um eine Verleumdungs- oder Presseangelegenheit, wo also Herr Wodak sich über einen Artikel beschwert, der über ihn veröffentlicht ist, wo er sagt, dass dieser Artikel ihn in seinen Persönlichkeitsrechten beschwert und Schaden verursacht. Herr Wodak macht nämlich zunächst 250.000 Euro Schmerzensgeld, Schadensersatz geltend, begrenzt es allerdings in der Klage dann auf 50.000 Euro, die er haben möchte. Und in der ursprünglichen Klageschrift, die Herr Füllmich eingereicht hatte, werden verschiedene Anträge und Äußerungen zum Verbot vorgeschlagen. Und das hatte schon nicht so besonders gut funktioniert, weil das Gericht hatte dann einen Hinweis erteilt an den Kläger, der lautet, der Kläger wird darauf hingewiesen, dass Gegenstand einer Unterlassungsklage nur eine konkrete Äußerung oder ein zwingender Eindruck unter Bezugnahme auf die jeweilige Fundstelle und nicht eine sinndeutende Zusammenfassung einer oder mehrerer Äußerungen sein kann. Das ist ein Grundsatz bei Presseangelegenheiten. Man braucht also eine Verletzungshandlung und dann kann man sagen, tu das nicht nochmal. Man darf aber nicht in einer Unterlassungsklage sagen, bitte schreib nicht, dass Leute über mich denken oder schreib nichts Böses über mich. Auf dieser Grundlage kann man keine Klage erheben. Was nämlich Herr Füllmich oder Herr Wodak, wer auch immer jetzt auf diese Idee kam, geschrieben hatten, war zum Beispiel dieser Antrag. Dr. Med. Wolfgang Wogert schwebt persönlich der AfD, Alternative für Deutschland, nahe. Diese Äußerung gibt es aber nicht in dem Artikel. Wieso kommt diese Äußerung dann zustande? Nun, der Grund, warum Herr Wodak diesen Antrag stellt, ist, weil hier ist Herr Wodak und da steht AfD. Da oben steht tatsächlich das Wort AfD-Freunde Deutschland. Das ist offensichtlich ein Screenshot in dieser Collage, wo eine Nähe zwischen AfD und Herrn Wodak dargestellt wird. Der Begriff wird nirgendwo weiter aufgegriffen, also man kann nach AfD da drin suchen, kommt nicht weiter vor, also es gibt diese Behauptung nicht und das ist der Grund, warum das Gericht gesagt hat, so einen Antrag kannst du nicht stellen, du kannst ihn schon stellen, aber er wird abgewiesen werden, da braucht man nicht näher in irgendeine Diskussion eintreten, denn es gibt keine Verletzungshandlung, die man da gefunden hatte. Jetzt hat Herr Füllmich darauf reagiert und in dem nächsten Schriftsatz, der dann im August diesen Jahres bei Gericht eingegangen ist, also es ist eine ganze Zeit vergangen in der Zwischenzeit, und hat diesen Antrag umgestellt und schreibt jetzt nur noch das, wo haben wir den Punkt, Nummer 5, Dr. Med. Wolfgang Wodak, in unmittelbarem Zusammenhang wie im Aufmacher des Beitrags in einer Collage visuell mit der AfD zu verbinden. Also was er jetzt richtig macht ist, er beschreibt, was geschehen ist, nämlich eine visuelle Verbindung zwischen AfD und Herrn Wodak. Allerdings besteht in dieser visuellen Verbindung keine Rechtsverletzung, denn
auch mich könnte man visuell mit der AfD verbinden, wenn damit keine Aussage getroffen wird. Aber das ist die Möglichkeit, wie man versucht, diesen verunglückten Antrag zu retten. Und wir haben weitere solche Anträge, die wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen wollen. Das Gericht hatte also in der ersten Reaktion auf die Klageschrift gesagt, also das macht hier überhaupt keinen Sinn, mit dieser Klage können wir nicht verhandeln, du musst die Anträge umstellen. Herr Föhmich hat daraufhin einige Anträge umgestellt und die restlichen Anträge zurückgenommen, was natürlich schon eine Kostenfolge auslöst. Aber auch jetzt ist es so, dass es keine konkreten Äußerungen aus dem Artikel gibt. Man kann aber trotzdem sich mal einige dieser Anträge anschauen und sehen, worüber wir hier eigentlich streiten. Zum Beispiel geht es um die Frage, ob Herr Wodak Thesen vertritt, die von niemand anderem, von keinem seriösen Wissenschaftler vertreten werden. Wodak hat offenbar nie zum Thema Viren oder Epidemien geforscht, geschweige denn etwas dazu veröffentlicht. Er vertritt mit seinen Thesen eine Meinung, die kein seriöser Wissenschaftler teilt. Und da sagt Herr Föhmich, doch, es gibt sehr viele Leute, die diese Thesen teilen. Und dann kommt natürlich eine ganze Litanei an Wissenschaftlern, die er für seriös hält. Dann sagt der Volksverpetzer, die halten wir aber nicht für seriös, beziehungsweise die Frage, ob die seriös sind oder nicht, ist keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung. Und diese Meinungsäußerungen sind einer gerichtlichen Überprüfung nicht zugänglich, weil es nicht eine falsche oder richtige Bewertung für die Frage gibt, ist jemand seriös oder nicht. Das ist eben eine Wertungsfrage. Was allerdings en passant zugestanden ist, ist die Frage, stimmt es, dass Wodak zu dem Thema Viren oder Epidemien niemals geforscht hat? Und das bleibt unbestritten. Also dieser Punkt ist wohl richtig, auch wenn er sich dagegen wehrt. Herr Wodak möchte also verbieten, das zu behaupten, aber er trägt auch nicht vor, dass er jemals zu Viren oder Epidemien geforscht hat. Er trägt vor, dass er viel damit gearbeitet hat, dass er viel dazu gelesen hat, dass er gearbeitet hat im Gesundheitsamt oder irgendeiner Stelle und deswegen sich mit dem Thema auskennen. Überhaupt liest sich die Klageerwiderung als eine ad hominem Abrechnung im Sinne von, wie kann es denn sein, dass der Herr Kreisel, der ein Masterstudent ist und sich nicht Medizin studiert hat, dass der Recht haben könnte, wenn doch eigentlich Herr Wodak der Arzt ist und deswegen viel eher Recht haben muss. Und das ist eine eigenartige Argumentationsart nach dem Motto, wenn Herr Wodak etwas sagt, dann muss er recht haben, wenn er ist ein ehrenwerter Mann, er ist ein Mediziner, er saß schon im Bundestag. So funktioniert es natürlich nicht vor Gericht, denn da zählen tatsächlich die Sachvorträge und die rechtlichen Bewertungen. Und da kommt es nicht darauf an, ob das ein Student oder ein Arzt oder ein Bundestagsabgeordneter, ein AfD-Basis- oder SPD-Abgeordneter gesagt hat, das spielt für Justitia keine Rolle. Könnte man die verschiedenen Anträge durchgehen. Es ist müßig, man sieht im Grunde genommen, dass man eigentlich hier den Fall an den Haaren herbeigezogen hat. Denn der Großteil des Vortrages dreht sich nicht um die Äußerungen. Viele von denen werden im Antrag zwar erwähnt, finden aber überhaupt keinen Nachhall in der Klagebegründung. Was man allerdings sehr, sehr viel findet, sind Ausführungen über Pandemie und Great Reset und Verschwörungen, mit denen sich das Gericht nicht auseinandersetzen wird. Das weiß ein Herr Föhmich natürlich auch, dass das Gericht sich dafür nicht interessiert. Trotzdem kann man das dort einreichen, denn man hat ja auch diese Klageschrift im Internet veröffentlicht, um sagen zu können, guck mal, ich habe eine Klage erhoben, indem ich all diese Sachen vorgetragen habe, nämlich, dass es einen Great Reset gibt, dass es keine Pandemie gibt und dass wir PCR-Tests überhaupt nichts nachweisen können, was auch überhaupt mit einer Infektion zu tun haben könnte. Und was passieren wird, ist eigentlich vorhersehbar, nämlich, dass das Gericht sagt, okay, um die presserechtlichen Themen kümmern wir uns, das schauen wir uns an. Der Rest ist irrelevant, spielt keine Rolle. Er wird deswegen jetzt nicht zurückgeschickt. Also man kann trotzdem all diese Papierberge und Anlagen einreichen. Der Volksverpetzer schrieb, da hat jemand ganz Telegram ausgedruckt, denn die Klageschrift hat wohl 5 Kilogramm. Ich habe es nicht nachgemessen, ich habe es ja auch nicht in der Hand gehabt, aber es war ein stattliches Paket, was da von Gericht zugestellt wurde. Und da sehen wir, das ist vielleicht das Geschäftsmodell und das ist eine Wortwahl, die jetzt schon aus eigenen Reihen mittlerweile kommt. Ein Geschäftsmodell mit Klageerhebungen, Geld zu verdienen oder Anhänger zufriedenzustellen, politische Agenten zu verfolgen, das muss deswegen nicht verwerflich sein. Stellen Sie es einfach mal so dar. Wir haben eine Klage und wir haben Klagegegenstände, die nichts mit der Klage wiederum zu tun haben, die aber das Bedürfnis befriedigen, zu einem bestimmten Thema irgendetwas unternommen zu haben. Und da muss man vielleicht auch zurückschauen. Im März 2020 oder im Sommer, da gab es viele Menschen, die verzweifelt waren, Geschäftsleute, die
gelitten haben unter den Lockdown-Maßnahmen und gesagt haben, da muss man doch irgendetwas dagegen tun können. Und Herr Füllmich hat gesagt, naja, wir könnten vor Gericht gehen damit. Mal sehen, was es bringt. Und natürlich stellte man dann fest, wen soll ich denn verklagen? Das Virus ist ja kein Klagegegner. Vielleicht kann man die Bundesregierung verklagen. Das kann man machen, hat man auch gemacht durch verwaltungsgerichtliche Klagen. Und davon waren einige auch erfolgreich, die meisten eher nicht. Aber die Protagonisten, zum Beispiel den Volksverpetzer oder Christian Drosten zu verklagen, das ist im Grunde genommen Klamauk. Man kann sowas machen und Herr Füllmich wusste selbst, dass er unüberwindbare Hürden dazu eigentlich nehmen musste, wie beispielsweise eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach 826 zu begründen oder eben einen Schadensersatzanspruch wegen eines nicht freundlich geschriebenen Artikels zu konstruieren. Aber das ist immerhin geeignet, um den eigenen Followern zu zeigen, wir tun etwas. Denn nach dieser Klage oder nach diesem Artikel gab es ja auch diese Spendenaktion oder diese Sammelklagenaktion, wo 800 Euro zuzüglich Umsatzsteuer von Unternehmern eingenommen wurden, um sich an einer großen Sammelklage zu beteiligen. Wir wissen alle, es ist niemals eine Sammelklage in den USA anhängig gemacht worden. Es gab lediglich eine Klage gegen New Yorker Schulen. Und die Klage war auch nicht durch die deutschen Kläger erhoben worden. Und Herr Füllmich war auch nicht der Klägervertreter da drin, sondern es wurde halt einfach nur eine Klage, die irgendwo in Amerika erhoben worden ist, durch Robert F. Kennedy Jr. zitiert, verlinkt. Das ist sozusagen das, was dabei rausgekommen ist. Nachdem man ja aber versprochen hatte, eine Sammelklage zu erheben, gab es dann doch eine Sammelklage in Kanada. Auch dort war Herr Füllmich nicht Klagevertreter und auch keiner der Unterstützer hat dort als Kläger eine Rolle gespielt. Die Kläger waren indigene Bevölkerung von Kanada und Beklagte waren neben der Queen und dem Papst verschiedene andere globale Protagonisten, Bill Gates, Drosten, Wieler, die WHO spielten darin keine Rolle. Aber darum geht es auch nicht unbedingt. Und man kann sich fragen, ich wurde von Sinan gefragt, von Sinans Woche, interessante Sendung auf YouTube, weiß Herr Füllmich eigentlich selbst, was er da tut? Und man hat ja in diesen Tagen diese alten Dokumentationen ausgegraben, wo über die Verbraucherklagen von Füllmich berichtet wurde. Und Herr Füllmich ist jetzt kein so schlechter Anwalt, dass er nicht weiß, dass diese Klage keine Aussicht auf Erfolg hat und dass der Vortrag den Klageantrag auch nicht stützt. Natürlich weiß er das, aber wenn die Leute zu ihm hingehen und sagen, Herr Füllmich, bitte, mach doch irgendetwas, es ist egal, ob es Aussicht auf Erfolg hat, dann ist es schwer, dieser Versuchung zu widerstehen. Wenn Kläger kommen und sagen, es ist mir egal, ob es was bringt und nicht, Hauptsache, wir machen irgendetwas, dann entstehen eben solche Klagen. Dass das Gericht dafür dann in diesen Zeiten keine mündliche Verhandlung ansetzen wollte, ist nachvollziehbar. Das ist jetzt kein Grund, um Justizbashing zu betreiben. Natürlich hätte das Gericht schon früher auf die Idee kommen können, eine schriftliche Verhandlung anzuregen oder eine Videokonferenz anzusetzen. Da sind sie erst recht kurzfristig drauf gekommen, wohl auch nachdem das Gericht gesehen hatte, wie sich Herr Füllmich in der Woche vorher verhalten hatte. Insofern, das nimmt seinen weiteren Lauf. Es ist vertagt worden, wird einige Zeit brauchen und das ist für Herrn Füllmich erstmal gut. Er ist zwar an sich Klägervertreter und möchte natürlich eigentlich ein Urteil, aber er weiß, dass dieses Urteil nicht zu seinen Gunsten ausgehen wird, jedenfalls nicht zugunsten seines Mandanten, weder für diesen hier noch für die Green Mango Karaoke Bar und das wissen die Kläger eigentlich auch selbst. Insofern viel Lärm um nichts, könnte man sagen, aber das sind eben die Begleiterscheinungen dieser Pandemie. Ich glaube, es ist wichtig, aber dass Leute es einordnen können, dass hier nicht wirklich ein ernsthafter Anspruch verfolgt wird. In diesem Sinne, bleibt gesund.